Hinter all den Beiträgen, die wir heute auszeichnen, stecken aufwendige Recherchen. Recherchen brauchen Zeit und kosten Geld. Man muss sich das als Verlag, als Sender leisten können und auch wollen. Die Otto Brenner Stiftung will mit ihren Recherchestipendien Journalisten die Möglichkeit geben, frei von finanziellem Druck und mithilfe von erfahrenen Journalistinnen und Journalisten relevante Themen zu bearbeiten. Die Recherchestipendien sind jeweils mit 5.000 Euro dotiert und zur Vergabe bitte ich jetzt Jurymitglied Professor Volker Lilienthal von der Uni Hamburg zu mir auf die Bühne. Herr Lilienthal, kurz ein Wort zur Bedeutung von Recherchestipendien im Allgemeinen. Viele große, wichtige Stücke, sie würden ohne die Hilfe von Stipendien wahrscheinlich niemals realisiert werden können. Oder? Das kann gut sein, aber selbst wenn es die Recherchestipendien nicht gäbe, werden viele wichtige Stücke dennoch realisiert, weil sich Journalistinnen und Journalisten, obwohl sie schlecht bezahlt werden, dennoch um sehr tiefgehende Recherche bemühen. Aber es ist schon richtig, viele Medienorganisationen können es sich nicht leisten oder wollen es sich nicht leisten, obwohl sie doch wissen müssten, dass Recherche der Qualitätstreiber im Journalismus ist und das Resultat von Recherche immer einen Wettbewerbsvorteil darstellt, Leserinnen und Leser überzeugen kann, diese Zeitung zu bestellen, zu kaufen. Aber es gibt eben diese Neigung, das ist ungefähr so, als würde man bei einem Schreiner einen Stuhl bestellen und am Ende nur für das Holz bezahlen, was in diesem Stuhl verarbeitet wurde. Die Medienorganisationen oder zu wenige sehen ein, dass man auch die Arbeitszeit der Recherche honorieren muss. Allein durch die Unterstützung der Otto Brenner Stiftung sind in den letzten Jahren 40 Recherchen erfolgreich abgeschlossen worden, zum Teil mit ganz aufsehenerregenden Ergebnissen darunter. Was ist das Besondere an den Stipendien der Otto Brenner Stiftung? Also wir bekommen jedes Jahr etwa 20 Anträge, das dürfen gerne ein paar mehr sein. Wir wählen aus diesen 20 Anträgen sehr streng aus. Wir brauchen eine gute Darlegung der Relevanz des Themas. Wir sind natürlich auch hier an kritischen Sozialthemen, an kritischen Politikthemen interessiert. Wir schauen uns sehr genau den Recherche- und Kostenplan und auch den Zeitplan an. Ist das machbar? Und dann entscheiden wir uns eben. Aber das wirklich Besondere an den Brenner-Stipendien ist auch, dass jeder Stipendiat, jede Stipendiatin begleitet wird von einem sehr erfahrenen Journalisten, einer Journalistin als Mentor. Die begleiten die Stipendiaten durch den Rechercheprozess. Für welche Projekte hat sich die Jury dieses Jahr entschieden? Welche Themen gibt es? Also zunächst einmal geht es um kommunale GmbHs. Kommunale GmbHs, also die sind im städtischen Besitz, sie kümmern sich aber um Belange der staatlichen Daseinsfürsorge, um die Abfallentsorgung, um den Nahverkehr. Und in diesen kommunalen GmbHs, das ist also sozusagen nur die gesellschaftsrechtliche Konstruktion, ist manches der Öffentlichkeit entzogen, obwohl es uns alle angeht als Bürger der jeweiligen Kommune. Und die beiden Journalisten Vinzenz Neumeier und Thomas Schuler kümmern sich um diesen Bereich der kommunalen GmbHs und wollen mehr Transparenz da reinbringen. Und dann hat sich die Brenner Jury abermals für zwei Themenvorschläge entschieden, die beide dem Klimawandel gewidmet sind. Da geht es einmal um Raphael Thelen. Der will wissen, wie unterschiedlich gut Gesellschaften, reiche Gesellschaften, nicht so reiche Gesellschaften, auf die Bewältigung des Klimawandels eingestellt sind. Und ich denke, das Resultat könnte auch ein Beitrag zum lösungsorientierten Journalismus sein, der ja eben schon angesprochen wurde. Und das zweite betritt wirklich, das zweite Rechercheprojekt, was wir fördern, was die Brenner Stiftung fördert, betritt wirklich Neuland. Da interessieren sich Anne Eswein und Feli Zernak für die Verantwortungsfrage. Also für die politische und auch juristische Frage, kann man eigentlich bestimmte Umweltverschmutzer, Klima
Beschädiger dafür verantwortlich machen, dass eine Insel untergeht. Das ist also ein sehr weitreichendes Projekt. Ja, das sind die neuen Formen. Ja, das sind eben die Stipendien 2019. Wir werden an dieser Stelle im nächsten Jahr hoffentlich dann die Ergebnisse präsentieren können. Und jetzt erfahren wir von Ihnen, Volker Lilienthal, noch was aus den Stipendien der letzten Jahre geworden ist. Genau. Das ist auch immer eine gute Übung hier bei jeder Preisverleihung. Das hat normalerweise unser leider verstorbener Kollege Thomas Leif gemacht, der uns in der Jury immer noch fehlt. Wir wollen hier kurz drei Recherchestipendien, die schon zu Erfolgen geführt haben, vorstellen. Das ist einmal Susanne Götze, eine freie Journalistin, die heute nicht hier sein kann. Auch sie hatte sich dem Klimawandel gewidmet. Und zwar ging es bei ihr um verborgene Netzwerke zwischen Klimaskeptikern und Rechtspopulisten unter der Leitfrage, wer finanziert den Aufstand gegen die Energiewende. Die Resultate wurden breit publiziert, zum Beispiel im Monitor, und wir schauen da mal kurz rein. US-Präsident Donald Trump hat Mitte 2017 den Ausstieg der USA aus dem Klimaabkommen verkündet, weil es den Klimawandel gar nicht gebe oder er zumindest nicht vom Menschen gemacht sei. Das ist ziemlich frei von Fakten, aber sehr bequem, denn wenn man das behauptet, ist der Rest ganz einfach. Man kann so weitermachen wie bisher. Auch in Europa gibt es ein Netzwerk von Menschen, die genau das wollen und jegliche Klimaschutzpolitik vehement bekämpfen. Die Kolleginnen Susanne Götze und Annika Jöris haben dazu monatelang mit Unterstützung der Otto-Brenner-Stiftung und dem Europäischen Fonds für investigativen Journalismus recherchiert. Jochen Tassler und Lutz Poland sind für Monitor dazugestoßen und beginnen mit einer merkwürdigen Konferenz. Ja, ein kleiner Eindruck für uns alle. Und ein nächstes Projekt, was wir gefördert haben, ist von Maria Mercedes Hering und Miriam Lenz, die ich jetzt bitte nach oben bitte. Ich hoffe, wir haben auch für Sie ein Mikro. Stellen Sie sich bitte dahin. Sonst gebe ich Ihnen auch meines. Hi. Herzlich willkommen. Ja, Sie haben sich die Hochschulpolitik ausgesucht. Das ist ja ein selten gewähltes Thema, muss ich als Hochschulprofessor sagen. Was hat Sie dazu getrieben? War es eigene Betroffenheit als Studierende, die Sie ja auch heute noch sind? Ja, also ganz grundsätzlich erstmal schon. Ich studiere noch, Maria nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben zu studieren, haben wir ein Seminar zu investigativem Journalismus bei uns an der Humboldt-Uni besucht von Sven Becker vom Spiegel. Und im Rahmen dessen haben wir uns dann damit beschäftigt, wie das an der Humboldt-Universität läuft. Weil wir vorher auch schon während unserer Zeit im Studierendenmedium gemerkt haben, dass es ganz schwierig ist, an Informationen zu kommen, dass es gar nicht unbedingt die Namen der Personen, die Ämter innehaben, veröffentlicht werden. Und dann haben wir uns das mal genauer angeschaut. Und so fing das alles an. Dazu muss man sagen, es gibt eine sehr, sehr, sehr geringe Wahlbeteiligung an den allermeisten Hochschulen. Die liegt häufig unter 10%. Und wir haben sehr schnell festgestellt, dass das nicht nur ein Problem an der Berliner Humboldt-Universität ist, sondern an sehr vielen Hochschulen. Und da ist dann die Idee entstanden, diese Recherche auszuweiten. Okay. Ich sagte sehr allgemein Hochschulpolitik, aber es geht eben um die Krise der verfassten Studentenschaft, also ob Gebilde wie AStA überhaupt ihre Aufgabe wahrnehmen, in der Lage sind, sie wahrzunehmen. Was haben Sie da herausgefunden? Also ich weiß zum Beispiel schon, dass Sie ausgerechnet für den AStA an meiner Universität festgestellt haben, dass der seine Finanzberichte nicht mehr ordentlich veröffentlicht hat. Haben Sie vielleicht noch ein interessantes Beispiel aus Hamburg? Also man muss dazu sagen, dass unser Projekt noch nicht abgeschlossen ist. Es gab eine erste Veröffentlichung, weil wir bei Korrektiv untergekommen sind, eben mit unserer Recherche. Aber sozusagen die Recherche läuft noch. Wir haben einen Crowd-Newsroom aufgesetzt, bei dem Studierende selber Informationen auch beitragen können. Und sozusagen, was wir Ihnen jetzt sagen können oder was wir Ihnen jetzt sagen können, ist sozusagen ein erster Eindruck. Insgesamt ist es ein sehr problematisches Feld, wie Miriam schon gesagt hat. Die Wahlbeteiligung ist an sehr, sehr vielen Unis sehr niedrig. Oft sind Informationen selbst für Studierende nur sehr, sehr schwer zugänglich und man muss eigentlich genau wissen, wo man gucken muss, um überhaupt was zu finden, beziehungsweise selbst dann kann es sehr schwierig und sehr frustrierend sein.
Und ansonsten haben wir noch sehr, sehr viele Themen, die wir auch noch angehen wollen und die wir mit unserem Projekt auch noch weiterverfolgen werden. Ich lade Sie gerne auch mal nach Hamburg ein, aber nach diesem Crowd Newsroom wollte ich in der Tat noch mal genauer fragen. Den können wir alle noch, glaube ich, bis zum 15. Dezember besuchen auf korrektiv.org. Was sollen wir uns darunter vorstellen? Was können wir da machen als User? Also erstmal, das ist eine Rechercheplattform, die Korrektiv für ganz viele Recherchen nutzt, zum Beispiel für die Wem gehört Recherchen zum Immobilienmarkt. Das soll allen Interessierten ermöglichen, daran teilzuhaben, an der Recherche und Informationen selbst beizutragen. In unserem Fall können Studierende zum Beispiel davon berichten, wie läuft denn eigentlich der Wahlkampf bei uns an der Hochschule? Gibt es sowas? Wie hoch ist die Wahlbeteiligung? Weil manchmal sind solche Informationen eben nicht öffentlich zugänglich, sondern nur hochschulöffentlich. Da muss man sich dann einloggen. Das können wir selbst gar nicht so recherchieren. Da gibt es dann tatsächlich in dem Fall zwei Crowd Newsrooms, einen, so, der nur so drei Fragen hat, und einen für Menschen, die sich schon länger damit beschäftigt haben. Und vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen bei der Recherche, bei dem Projekt. Wir sind mit dem Projekt Warum wählst du auch in den letzten Wochen an 7 Hochschulen gegangen und haben dort mit studentischen Partnermedien Podiumsdiskussionen organisiert. Es ist uns ganz wichtig, dass wir die Studierenden vor Ort, also die Recherche an die Hochschulen zurücktragen und die Studierenden vor Ort miteinander ins Gespräch bringen und dabei auch die studentischen Medien unterstützen. Es sind knapp 25 studentische Partnermedien mit dabei, die wir auch mit Workshops unterstützen, in der Berichterstattung begleiten, weil auch dort gilt, wenn die studentischen Medien nicht hinschauen, dann tut es im Zweifelsfall keiner. Dann gibt es keine vierte Gewalt, dann wird das nicht kritisch begleitet, weil für die Lokalmedien ist es meistens zu klein. Und das ist sehr, sehr häufig ein Problem, dass diese Gremien gar nicht journalistisch begleitet werden. Ja, vielen Dank für dieses interessante Projekt, was, glaube ich, ein gutes Exempel ist für einen neuen Typus von Prozessjournalismus. Die Recherche kommt im Grunde nie an ein Ende. Und sie wirft ihre Anker in die wirkliche Welt hinein, indem man eben vor Ort Diskussionsveranstaltungen mit dem Publikum zum Beispiel macht. Herzlichen Dank. Danke. So, das nächste Projekt, welches schon zu weitlich beobachtbaren Resultaten geführt hat, ist von Petra Sorge und Caitlin Chandler, die ich jetzt nach oben bitte. Hi. Nice to meet you. Die beiden waren Mitglied eines internationalen Rechercheteams und auch ein Mann war dort zugelassen, der heißt Giacomo Zandonini, kann aber heute nicht hier sein. Caitlin, nice to have you here in Berlin. Thank you for having me. You have been the American in this international team. How was the collaboration? How did you three organize your teamwork cross-border? Well, I think we were very lucky to have a very dedicated team in different countries. We also had an additional colleague in London, Chris Jones, and we created a work plan and then divided it up based on our interest and expertise. So we had people who focused in on specific case studies, but we also took a broader view of the project. For instance, I focused a lot on the European Union rather than looking at Germany specifically. Yeah, I think, and it started with, sorry, auf Deutsch reden. Also wir haben angefangen, weil wir auch ein Projekt fortgesetzt haben über Überwachung, das schon lief. Und ich habe sozusagen den Kontakt über Hostwriter tatsächlich zu einer Italienerin, Ludovica Iona, die auch noch in Italien an der Geschichte mit dran saß. Es gibt auch ein kleines Video. Genau. Wir haben schon ein paar Stichworte gehört zum Inhalt dieser Recherche. Es ging um Migrationskontrolle, es ging um digitale Surveillance, auch von EU-Bürgern. Und damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, haben die beiden ein Video mitgebracht, das wir jetzt einspielen. Eine große Computerdatenbank, die 6 verschiedene biometrische Datenregister von Nicht-EU-Bürgern verbindet. Das ist Interoperabilität. Die Europäische Union will dieses IT-Projekt für alle Mitgliedstaaten verpflichtend machen. Das Ziel?
In Zukunft sollen Polizeibeamte mit mobilen Geräten ausgestattet werden, mit denen sie Fingerabdrücke und Gesichtsbilder vergleichen und sich in die große Datenbank einloggen können. So sollen Terroristen mit falschen Identitäten schon bei der Einreise in die EU entdeckt werden. Doch Terroristen sind oft EU-Bürger und der Polizei bekannt. Die Sicherheitsbehörden sagen, sie kennen die Verdächtigen, können aber nicht alle beobachten. Deswegen kritisieren Experten, dass diese Mega-Datenbank, die die EU-Bürger rund 1 Milliarde Euro kosten wird, Terrorismus gar nicht verhindern kann. Was mir daran gefällt, ist die spielerische Darstellungsweise, aber auch der sehr nüchterne Ton, der ja beweist, auch für kritischen Journalismus braucht es gar keine künstliche Aufgeregtheit. Man überzeugt eben mit Fakten und die Fakten hat man aus der Recherche. Breit publiziert, habe ich schon angedeutet, bei BuzzFeed, bei Business Insider veröffentlicht, bei Politico EU, Spiegel.de und The Intercept. Ganz toller Erfolg für euch drei. Ich habe schon gefragt nach der kollegialen Zusammenarbeit, wie die funktioniert hat. Mich würde aber auch interessieren, was waren die schlimmsten Informationsblockaden? Wer war am stursten bei den Anfragen und wie habt ihr diese Blockaden überwunden? Ja, wir haben ja mit vielen Innenministerien zu tun gehabt tatsächlich. Also es ging für uns vor allem darum, diese Kommissionspläne zu begleiten, die in diesem ganzen Frühjahr durchgegangen sind, ohne irgendwelche Berichterstattung. Also es war eigentlich geradezu interessant. Also unser Mentor, den möchte ich ja auch erwähnen, Harald Schumann vom Tagesspiegel, die hatten in Investigative Europe, dieser kollaborativen Form, auch schon über diese Pläne 2017 berichtet. Danach war irgendwie Stille, es kam nichts mehr. Und wir haben dann im Fokus, dass also die EU die weltgrößte Datenbank aufbaut, die hier zur Überwachung dienen wird und die alle Informationen verknüpft, also von Asylsystemen über Touristen, Nicht-EU-Bürger, aber auch EU-Bürger betrifft, sobald man zum Beispiel jemanden einlädt über die Visa-Funktion oder verheiratet ist mit jemandem, dass das eigentlich völlig unterm Radar lief. Das hat uns wirklich überrascht. Und dann mussten wir natürlich von den Innenministerien Fakten bekommen. Wir wollten die Summe zusammensammeln. Wir wollten zum Beispiel auch bei den EU-Behörden, EU-LISA ist die sogenannte die Behörde, die die IT verwaltet, dann Informationen bekommen. Und das war ein sehr langer Prozess. Also wir haben fast ein halbes Jahr dann immer wieder nachgefragt. Wir haben über alle Länder in der EU Innenministerien angefragt. Roundabout, wie viele Quellen hat diese Recherche? How many sources in this research? An estimation. At least 50 sources. I mean, we surveyed the interior ministries across the EU. We had interviewed members of the European Parliament, national level police, as well as counterterrorism experts. One of the things we really wanted to challenge with this project was the idea that the collection of biometric identity was going to make Europe safer. And this, it was particularly difficult to also cover a topic that is something most people are not following or haven't paid attention to. We even had one source say that when it was approved at the EU level, no one knew what they were voting for. So we wanted to try to get as many sources as possible to drive home what are the potential costs and consequences of interoperability for EU citizens, as well as non-EU citizens like myself, who will end up in this database. Ja, also den Aspekt möchte ich nochmal hervorheben, just translate that, den Aspekt, dass die Mitglieder des EU-Parlaments zum Teil nicht die ganzen Vorlagen kannten. Also das fand ich auch besonders beeindruckend, dass es wirklich durchging. Die FDP sich zum Beispiel im EU-Parlament erst eigentlich in die Gegenüberwachung, dann haben sie irgendwie dafür gestimmt im Rechtsausschuss, das war ihnen dann irgendwie gar nicht so klar, hinterher haben sie sich enthalten, also das war ein Hin und Her und es ist immer noch so, dass die Pläne jetzt umgesetzt werden sollen, die sind durch, das soll kommen, diese Datenbank, sie verzögert sich wegen Geldproblemen, wen wundert's. Aber allein über 1 Milliarde ist dafür eingeplant, allein in Deutschland rund 100 Millionen und wir wissen nicht, wie es noch weiter kosten wird, weil in der Praxis, wenn das dann umgesetzt werden soll, natürlich dann irgendwelche Schnittstellenprobleme passieren. Also es ist extrem komplex technisch am Ende und fragwürdig, ob es tatsächlich zu dem Ziel führt, was es eigentlich hatte. Mhm.
Meine letzte Frage. Zu Anfang habe ich mit Anja Höfer schon besprochen, dass viele Medienorganisationen nicht bereit sind, Recherche zu finanzieren, aber dankbar die Rechercheerträge entgegennehmen, die eben durch Stipendien möglich gemacht wurden. Wie war denn da eure Zusammenarbeit mit den vielen Redaktionen? So he's asking about the funding and that many newsrooms don't want to pay anything and then how was the work and the collaboration with them. Sehr durchwachsen, möchte ich mal sagen. Also wir sind die Sachen schon losgeworden, aber es war zum Teil auch eine ziemlich mühsame Überzeugungsarbeit. Und ich weiß nicht, wenn das so erzählen, so aus dem Nähkästchen plaudern, aber auch beim Spiegel. Hier unter uns. Also auch beim Spiegel war es mitunter sehr mühsam, wo wir eine sehr spannende Recherche auch hatten, wie dort an der also sozusagen Migranten schon weit vor der Sahara überwacht werden, wo zusammengearbeitet wird, dass man dort Behörden aufrüstet mit Computer- und IT-Technologie, um sie sozusagen zu fingerprinten. Und das hat sich fast 4 Monate hingezogen, diese ganze Geschichte, und eigentlich wollte man es im Heft bringen und dann ist es dann doch nur online gewesen, was natürlich dann das Honorar schmälert. Also so eine Geschichte ist, wenn es nicht so ein Stipendium gäbe, glaube ich, nicht realisierbar, das als freier Journalist. Toll, dass ihr trotzdem diese Hartnäckigkeit gezeigt habt, und wir alle hoffen, you keep going on. Thank you very much.